Hallo, also heute wechseln wir mal die Klinge an einem Rasenmäher. Als erstes ziehen wir den Zündkerzenstecker ab. Wir wollen ja nicht, dass der Motor versehentlich anspringt, während wir an der Klinge arbeiten. Nun legen wir den Mäher auf die Seite. Dabei darauf achten, dass die Seite mit dem Vergaser oben ist. Jetzt geht es los, die Klinge zu entfernen. Wir benutzen ein Stück Holz, um die Klinge zu blockieren, während die Schraube gelöst wird. In welche Richtung wir die Schraube lösen, ist ganz einfach zu merken. Es ist nämlich immer dieselbe Richtung, in die die scharfe Seite der Klinge zeigt. Das ist deshalb so, damit sich die Schraube nicht selbstständig lösen kann, während die Klinge rotiert. Beim Abnehmen der Schraube muss man nochmal aufpassen. Manche Mäher haben hier eine ganze Reihe an unterschiedlichen Unterlegscheiben. Da muss man sich die Reihenfolge genau merken. Jetzt ist es an der Zeit, die neue Klinge zu installieren. Wenn man hier mal guckt, sieht man diese kleinen Flügel auf der Klinge, die müssen bei der Installation nach oben oder zum Mäher hin zeigen. Wie eben schon mal gesagt, darauf achten, dass alle Unterlegscheiben an genau derselben Stelle sitzen wie vorher. Dieses Modell hat nur eine einfache Klammer zum Ausrichten der Klinge, da ist das ganz einfach. Um die Schraube ordentlich anzuziehen, stelle ich das Stück Holz nun auf die rechte Seite. Da gibt es dann keine Probleme, das nötige Drehmoment aufzubauen. Wenn wir damit fertig sind, prüfen wir noch, ob die Klinge frei rotieren kann und an nichts anstößt. Und wenn dann der Rasenmäher wieder auf allen Vieren steht, verbinden wir auch wieder den Zündkerzenstecker. So, das war's. Schon fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen.